Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Cold Run. Ja, und ich würde sagen, wir gehen uns jetzt gleich mit dem nächsten Boss anlegen. Und zwar dem vor den Silent Sands. Ja, die Creeper-Kammer. Was auch immer der Creeper genau sein soll, irgendwie eine Mischung aus Riesenwurm und Pflanze. Wow. Auf jeden Fall ist er ganz schön aggressiv. So. Hoch da. Und weg. Ah. Blödes Erdbeben. So. Nein, das ist weniger gut. Weg mit euch. Bevor ihr den Creeper heilt. Und jetzt da hoch und draufhauen. Aua. Ich muss lernen mal, dass ich bei dem Creeper weiter wegspringen muss. Na, ich glaube, der erste Versuch geht in die Hose. Ja, der ging definitiv in die Hose. Ich glaube, das ist auch die falsche Fähigkeit gewesen. Ich glaube, beim Creeper ist das hier noch besser. Du heilst ihn schon, obwohl er gar nicht angeschlagen ist, oder das ist ja plötzlich. Und hoch. Und wegspringen diesmal. So, wegprügeln. Und jetzt wieder wegprügeln. Nicht heilen, böse. So, und jetzt du noch weg und jetzt können wir wieder auf ihn drauf. Ja, das sieht schon mal besser aus. Und wegspringen. Oh. Ah. Ja, ich mag die Musik zwar, aber ich mag die Bosse nicht. Nicht den heilen. So, weg. Als du ihn. Okay, und er ist wieder aufgewacht. Ja, jetzt heilen zwei ihn, das ist doch schlechter. Ah, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Als Ton ist der wirklich schwierig, weil man halt keinen Fernkampf hat. Und er ist wieder aufgewacht. Und ja, ich weiß, ich habe gerade eine Weile geschwiegen, weil ich mich auf diesen Bosskampf konzentrieren muss ein bisschen. Aber nee. Ich glaube, die Dämonenklaue ist da definitiv die falsche Fähigkeit. So, eingeschläfert. Ah, kein Mana mehr. Da muss ich hier eben so. Der Feuerwirbel ist nämlich etwas schneller als die Dämonenklaue. So. Erstmal den Creeper ausnocken. Und dann seine Augen. So. Bist du wieder dran.
Ich springe mitten in diese blöden Sandwirbel rein. So. Man sieht schon, dass Inferno ist als Dämon lila. Und macht einiges mehr Schaden, was ein großer Vorteil am Boost ist. So, ausgenockt. Das läuft doch schon um einiges besser diesmal. Wow. Leiden wir schnell weggemusst. Und wieder auf die Augen drauf. Er ist ausgenockt. Und wir haben wieder Boost. Sehr schön. Aber kein Mana mehr. Und er ist wieder da. Das ist auch weniger schön. Dabei haben wir noch zwei Augen. Aber wir haben noch ziemlich viel Life. Zum Glück. Und ich glaube, das ist jetzt das letzte oder vorletzte Mal. Wow. Und wieder in den Boost rein. Das Auge, was ihn heilen will, wegmachen. Uah. Weg mit dem Auge und weg mit dem letzten Auge. So, und das dürfte es dann gewesen sein, hoffe ich mal. Ja, das war's auch. Sehr schön. Wir haben Boss Nummer 4 besiegt. Das wird nachher noch lustig, wenn wir Nummer 5 haben, den Riesenmantister. Ja, zu dem wir jetzt ins Gebiet kommen. Bleib wo du bist. Ah, da kommt Hugo. Und er ist ein bisschen erschöpft. Du. Irgendwie denke ich nicht, dass du hier bist, um mich herauszufordern. Hast du das alles selbst herausgefunden? Ich bin eigentlich nur gekommen, um dir eine Frage zu stellen. Nicht mehr. Ist das so? Also dann stell deine Frage. Wie bist du so mächtig geworden? Was? Ich meine, ich weiß natürlich, dass du die dämonische Kraft hast. Aber ich denke nicht, dass das die einzige Quelle deiner Stärke ist. Ich muss wissen, was so verschieden ist zwischen uns beiden. Also das ist es. Vaters Training muss noch schlimmer sein, als ich es in Erinnerung habe. Lass mich dir etwas sagen. Vater ist, wer er ist, und wir sind, wer wir sind. Und um es auf den Punkt zu bringen, unsere individuellen Stärken sind einfach verschieden. Unsere individuellen Stärken. Also, du bist viel talentierter mit der Magie, als ich es jemals sein könnte. Deswegen habe ich auch mein Recht auf das Erbe an dich abgegeben. Was? Natürlich ist es ist offensichtlich, dass da noch mehr dran ist. Und es war keine einfache Entscheidung für mich. Aber um es auf den Punkt zu bringen, so wie du immer zu mir aufgesehen hast, habe ich mich immer sehr beschämt gefühlt von deinen... Er
Accomplishments, wie übersetzt man das nochmal richtig? Von deinen Komplimenten. So. Hast du? Ich hätte es niemals zu einer Zeit wie dieser zugegeben, aber ja. Ich sah mich selber als die schlechtere Wahl der Nachfolge in der Fact-Linie zu sein. Aber das war damals. Als ich ein heiliger Ritter geworden bin, hat sich alles geändert. Ich habe meinen Sinn im Leben gefunden. Ich hatte einen Pfad, den ich folgen konnte. Eine glorreiche Straße. Und als ich diese Straße entlang gegangen bin, ist mein Minderwertigkeitskomplex einfach verschwunden. Wenn das wahr ist, warum hast du dann alles weggeworfen? Gute Frage. Ich habe niemals vorgehabt, meinen Schwur oder meine Leute zu betrügen. Irgendwie ist es einfach passiert. Einfach so. Und ich bezahle den Preis seitdem. Also ist das deine individuelle Stärke? Es scheint so, als ob ich nicht hier nicht ebenbürtig sein kann. Nicht jetzt, noch nicht. Hugo? Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Wir können das nächste Mal klären. Wie du wünschst. Ich werde dich wegrennen und ich werde mich nicht verstecken. Wenn du bereit bist, komm und such mich. Ich hoffe, du hältst dich daran. Ja. Kleines großer Bruder, kleiner Bruder Gespräch über Stärken. Und ich wette, wir haben hier die nächste Zwischensequenz. Nein, wir haben noch eine Sequenz mit Hugo. Meine individuelle Stärke, separiert von seiner oder die meines Vaters. Er lässt es so einfach klingen. Natürlich tut er das. Aber es ist nicht so einfach. Er führt dich in die Irre. Dallas und Zava, was? Du bist Hugo, der Erbe von Haus Fact, oder? Wenn ich einen Moment deiner Zeit haben könnte, wären wir dir sehr dankbar. Ja. Das ist natürlich nicht gut, dass Hugo jetzt von Dallas geschnappt wurde. Aber worauf das hinausläuft, sehen wir erst später. Erstmal wollen wir hier speichern. Ach, wir haben kein Level Up gekriegt, das ist schade. Und mal weitergehen. Denn jetzt sind wir in den Blighted Platz, also im fünften Gebiet schon. Das mit komischen Insektenviechern vollgestopft ist. Aua. Komm her, du. Und jetzt haben wir ein Level Up. Und hier könnten wir mal durchboosten. Denke ich. Und was haben wir hier Schönes? Eine Truhe. Die habe ich mit Unica damals, glaube ich, übersprungen. Was auch immer hier drin ist. Ich schätze mal ein Anakea oder sowas in der Richtung. Und?
Also 10.000 SP. Okay. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.